Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Terraria Guide. Heute hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, geht's um Häuser bauen. Wie verteidigt man sich richtig gegen Monster und ja. So, das zeige ich mal mit meinem Namen. Na, der richtig, also den besten Namen der Welt hat nämlich 1, 2, 3, 4. Dann gehe ich mal kurz hier hin. Ah, das ist die Welt. Wusste ich gar nicht. So, gut. Ja, Holz haben wir auch direkt parat. Einfach das, was da steht, ignorieren. So, ich habe hier auch ein Holzschwert, das ich mir selbst gekraftet habe, als ich angefangen habe. Diese Welt habe ich lange nicht mehr gespielt. Also, ich mache jetzt erstmal hier den Platz ein bisschen frei. Dann das. Und dann noch die beiden Bäume und dann reicht es eigentlich auch. So, ja. Als erstes solltet ihr, wenn ihr wirklich Anfänger seid, einfach erstmal direkt sowas bauen. Also ungefähr so, genau. Und das hier halt so hoch wie ihr wollt oder so hoch ihr es braucht. Und das dann halt auf beiden Seiten. Und das ist dann eigentlich schon eure Verteidigung. Weil Monster kommen da einfach nicht durch. Also, es ist jetzt mal ein bisschen grob dahingestellt. Und wenn man das höher macht, dann kann man sich natürlich noch hier so einen kleinen Komfort machen und sich so eine Mini-Treppe bauen. Aber ich glaube, so hoch baut man das dann doch nicht. So. So, hier schnell eine kleine Mini-Treppe hingedings. Okay, die Schleims kommen da noch drüber, aber wenn man es hoch genug macht, beziehungsweise ich kann es mir ja mal machen. So. Das ist auch wirklich ein fast ganz neuer Charakter, außer der Rüstung. Die hat man natürlich nicht am Anfang. Die habe ich mir selbst gekraftet, die sage und schreibe 3 Verteidigungspunkte gibt. Yeah. So. Das ist doch dann ein bisschen größer und auch groß genug. So, diesen Schleim bekämpfen wir mal kurz. So. Ja, was mache ich gerade? Und wie ihr da hinten seht, dieses Auge, was da schwebt, das ist einer von den Feinden, wo dieses Ding nicht hilft, was ich hier gebastelt hatte. Okay, dieses Auge ist gerade extrem unintelligent, aber ich lock es mal her, genau. Und ja, das ist kein netter Gegner, vor allem am Anfang nicht, der hat nämlich schon viel HP. Und deshalb brauchen wir natürlich ein Haus. Ein Haus ist eigentlich ganz einfach, wie man eigentlich ein Haus versteht. Und Gegner können auch nicht irgendwie Sachen kaputt machen, das heißt Blöcke und so. Aber im Blutmund, der nicht so schnell kommen wird, da können die Türen öffnen, aber das ist jetzt gerade nicht der Fall. So, ein Haus bauen. Unter dem Haus versteht man wahrscheinlich... was? Hä? Habt ihr es gesehen? Ich bin gerade erstmal durch die Wand gelaufen. Ja. Ah ja. So. Ja. Dann haben wir jetzt erstmal ein schönes kleines Haus. So. Ich werde mal kurz ein Holz holen. Dann craften wir meine Werkbank. So. Und dann bauen wir uns eine Tür. Eigentlich 2 Türen, aber... Hier habe ich noch eine 2. Tür. So. Und das ist jetzt ein normales Haus. So, hier noch ein paar schöne Fackeln. Aber das ist natürlich nicht schön. Vor allem, ich kann hier nicht mit den Raum, sondern nur da an den Seiten. Deshalb kann man natürlich auch hier, wenn man genug Holz hat, sich solche Wände machen. Dann einfach hier noch solche Wände dahinter setzen. Dann kann man auch hier die Fackeln einfach so hinsetzen.
So, das ist jetzt mal so ein kleines Testhaus. Also das solltet ihr euch bauen, wenn ihr ganz neu anfangt. Dann gebe ich euch noch einen Tipp. Ich fahre mal schnell ein bisschen Holz. Oder beziehungsweise ich mache mal schnell die Werkbank hier hin, weil man kann auch Sachen, die man aus Holz wieder gemacht hat, wieder umwandeln. Deshalb mache ich das so schnell wieder. Drei Holz, perfekt. Ja, so. Genau. Slabs oder Holzklappen auch genannt. Genau die wollte ich. Nämlich die Werkbank da unten zu platzieren, vor allem wenn man auch später mehrere Gegenstände hat, ist das nicht so praktisch. So, die mache ich mal kurz weg. Und dann machen wir jetzt hier mal zum Beispiel. Ah ja. Hä? Wieso kann ich die gerade nicht platzieren? Hä? Okay, so geht's auch. Hallo? Hä? Warte. Warte, 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 warte. Ach so, ja, genau. Dann mache ich hier mal schnell das Labs hin. Kleiner Minecraft-Trick. Nein, Spaß. So, gut. Ja, weil die Werkbank unten verbraucht immer ziemlich viel Platz. Und wir gehen mal kurz da hinten hin, wo ich meinen schon gebaut habe. Ich möchte kurz gucken. Aua. Nein. Ich möchte kurz gucken, ob ich da irgendwas noch liegen habe, was ich da gerade bauen gebrauchen kann. Genau, das haben wir auch direkt. Erstmal eine Toilette. Cool, oder? Habe ich gefunden. Und ein Amboss. Ein Bleiamboss. Und ein Schmelzofen. Genau. Entschuldigung. Genau. Oh, genau das, was ich gerade gebrauchen kann. Diese Gegner nicht, aber ja. Die sind Schmelzamboss und so. Ein Bleiamboss, sorry. Gut. Müssen wir uns schnell unsere Fassade hier mal kurz hochbauen. Ja, das ist dann natürlich das Doofe. Man kommt selber nicht hoch. Also. Zum Beispiel Bleiamboss. Warum sage ich Schmelzofen dazu? Ja, das ist alles. Wenn man davon zu weit weg ist von diesen Dingern, kann man natürlich nichts damit craften, ist ja klar. Aber wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich schon einiges mehr Sachen bauen. Und das ist halt perfekt, wenn man da unten halt noch Platz für andere Sachen hat. Und dann hier oben. Warte kurz, ich möchte mal ganz kurz einen Stock haben oder so, oder was auch immer. So, hier oben habe ich ja perfekt schön gebaut. Da kann ich ja direkt diesen Baum abhacken. So. Ich glaube, diese zwei Holz reichen. Gut. Ja. Perfekt. So, dann kann ich nämlich hier das halt so hinbauen. Dann machen wir den Schmelzofen. Und so hat man auch ein bisschen Platz gespart und hat hier unten noch Platz und kann auch easy alle drei auf einmal benutzen. So, das ist kann man ist schon so ein kleines Haus. Und ja, es gibt halt auch verschiedene Rohstoffe, mit denen man dann es noch bauen kann. Die Holzwand sieht so aus, nochmal zum Mitschreiben. Eiche, falls jemand zu viel abgehackt hat, hier kann man paar kann man ja ein paar Bäume hinpflanzen. Und ja, für einen Anfänger ist dieses Haus eigentlich das perfekte Haus. Und zu den NPCs kommen wir aber jetzt, außer ihr habt noch davor andere Wünsche, in der nächsten Folge. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Zombies sagen auch schön tschüss.